Denn jetzt kommen die Ministranten aus Gremheim und ihr seht, ihr esst alle fleißig, sehr gut. Und wenn mal das Obst ausgeht, dann kommen diese Herrschaften das nachgefüllte Obst. Viel Vergnügen. Italienische schnittfeste Tomaten, das Kilo nur 1 Euro. Hollandsalat, beste Ernte, der Kopf nur 70 Cent. Banane mit dem Angebot, greifen Sie zu! Warte, stopp. Ich hätte gerne 3 große Tomaten. 1, 2, 3 Tomaten für die Dame. Ich wollte Ihnen das hier zurückgeben, erkennen Sie es wieder? Ja, das ist eine Bananenschale. Und was soll damit sein? Was damit sein soll? Ich dachte, das wissen Sie. Das ist eine Banane, die ich gestern bei Ihnen erworben habe. Nachdem ich den sehr schmackhaften Inhalt zu mir genommen hatte, empfand ich es als eine Verschwendung, noch eine neuwertige Bananenschale einfach dem Müll anheimzugeben und dachte mir, ich gebe sie Ihnen zurück, damit Sie sie nachfüllen können. Also nein, mein Herr, Nachfüllungen in dieser Art sind absolut unmöglich. Das hätte ich wissen müssen, als ich die Banane gestern bei Ihnen erworben habe. Ich fülle generell nie Banane nach. Wie so unüblich, wenn ich einen Kugelschreiber kaufe und die Mine ist leer, kann ich jederzeit eine neue kaufen. Dasselbe beim Automobil. Wenn der Tank leer ist, werfe ich auch nicht das Auto weg, sondern fülle den Tank nach. Aber ein Automobil oder ein Kugelschreiber sind ja keine Lebensmittel, die man essen kann, mein Herr. Aber ich habe Bananen noch nie nachgefüllt. Das hätte ich wissen müssen. Was soll ich jetzt damit machen? Ich schlage vor, Sie werfen sie einfach weg. Aber das kann ich nicht. Sie ist so gut wie neu. Ich soll eine neuwertige Bananenschale einfach so wegwerfen, weil sich keiner bereit findet, sie aufzufüllen. Kein Wunder, dass unsere Welt bei so einer Verschwendung vor die Hunde geht. Habe ich nicht recht? Ach, gebe sie schon her. Einmal nachgefüllte Bananen für den Herrn. Bitte sehr. Dankeschön. Sehr freundlich von Ihnen. Nachgefüllte Bananen. Haben Sie schon mal sowas erlebt? Mhm. Darf es sonst noch was für Sie sein? Ich hätte gerne diese Orangenschalen neu nachgefüllt, aber diesmal bitte mit etwas weniger Körnern. Oh mein Gott. Das waren die Gremheimer Ministranten. Ein Dreifaches, Bresele, Bresele. Bip, bip, bip. Gremheimer Minis. Bip, bip, bip. Bresele, Bresele. Bip, bip, bip. Für euch auch an den Orten. Dankeschön.